Den Klausurenfrust im Steuerberaterexamen vermeiden. Mittlerweile hast du als Prüfling sicherlich schon einige Klausuren geschrieben und da macht sich bei den meisten schon so ein Stück weit Klausurenfrust breit. Wie äußert sich dieser Frust konkret? Wie kommt er zustande? Also was sind die wahren Ursachen und natürlich auch, was du dagegen tun kannst? Das besprechen wir in dem heutigen Video. Bleib dran und viel Spaß damit. Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute geht es um den Frust beim Klausurenschreiben. Wo kommt er her? Was kannst du dagegen tun? Mein Name ist Marlo Steinecke, ich bin selbst Steuerberater und Dozent sowie Geschäftsführer der ESA Examensvorbereitung GmbH. Gemeinsam mit unserem Team helfen wir auch dir gerne durch unser individuelles und ganzheitliches Prüfungsvorbereitungskonzept, dass du deinen Steuerberaterexamen erfolgreich meistern kannst. Und was gehört dazu? Natürlich auch über den Klausurenfrust hinwegzukommen. Dass der mal auftreten kann, lässt sich nicht immer vermeiden, aber man kann eine passende Strategie dafür finden, indem man sich bewusst macht, wo kommt das Ganze her, was kann ich dagegen tun und vielleicht sogar schon im Vorwege für Barrieren aufbauen, damit eben genau das gar nicht erst zustande kommt. Aber der Reihe nach schauen wir mal konkret drauf. Erster Punkt, wie zeigt sich denn so ein Frust beim Klausurenschreiben? Man fängt an und sagt, ich finde hier vielleicht den Einstieg bei dem Sachverhalt nicht, vielleicht bei der ganzen Klausur. Ich weiß zwar, in welche Richtung das geht, kann das jetzt aber zum Beispiel nicht zu Papier bringen. Eine Variante. Eine andere Variante ist von einer Teilnehmerin von uns, die sagte, die ist im Wiederholungsversuch und sagt, dieses Jahr möchte ich in Bilanz perfekt werden. Ich möchte meine Fortschritte machen, ich möchte alle Themen beherrschen, richtig gut vorbereitet sein, damit mir das, was im letzten Versuch passiert ist, nicht nochmal widerfährt. Und hinter dieser Aussage steckt auch schon das eigentliche Problem. Denn wenn wir von Frust sprechen, ist häufig auch so ein Stück weit natürlich Enttäuschung mit dem Spiel. Und da müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wo kommt diese Enttäuschung denn eigentlich her? Du gehst an diese Klausur mit einer gewissen Erwartungshaltung ran. Die wird zumindest so sein, dass du selber von dir erwartest, erstmal in die Bearbeitung zu kommen, das heißt, Wissen zu Papier bringen zu können. Gelingt dir das nicht, das heißt, wenn du nicht in die Bearbeitung kommst oder zum Beispiel in der Nachbereitung, wenn du bearbeitet hast, feststellst, das Thema wieder nicht gesehen, das Thema ist dir nicht aufgefallen, hier schon zum zweiten Mal den Aufbau nicht richtig gemacht und so weiter und so fort, je nachdem, wie das bei dir im Einzelfall dann ausschaut, dann ist deine Erwartungshaltung hier und die Realität ist hier. Zum Beispiel, wenn du alle Themen in den Lehrbriefen schon durchgearbeitet hast, jetzt die Einstellung hast, ich kenne die Themen ja, ich muss die jetzt nur anwenden können in der Klausur, Erwartungshaltung, Realität. Und dieses Gap führt zu dieser Frustration. Das heißt, du bist enttäuscht, das ist erstmal dahingehend theoretisch positiv, weil du jetzt aufdeckst, hey, wo sind meine Schwächen, wo sind meine Punkte, wo ich mich verbessern kann, weil die Probeklausuren zählen überhaupt nichts, sondern du musst Fortschritte damit machen. Und das zu erkennen, sich immer wieder auf die Fahne zu schreiben, ja, ich weiß, es ist schwer, sage ich unseren Teilnehmern auch immer wieder, es ist schwer, sich immer wieder auf das zu besinnen, aber darum geht's. Es geht nicht um die Noten, du darfst dich darüber freuen, aber wenn du es zu hoch machst, zu groß machst von der Bedeutung her, dann kommt dieser Frust zustande. Und das sind eben die Symptome, wie sich das Ganze in der Klausur dabei zeigt. Die Frage ist aber jetzt, abgeleitet auch aus dem Beispiel eben von der Teilnehmerin, woher kommt jetzt dieser Frust tatsächlich? Also was ist die wahre Ursache dahinter? Und da können wir folgenden Punkt festhalten. Und zwar, wenn du ein ähnliches Problem hast wie eben beschrieben, dann wirst du ein falsches Ideal verfolgen. Ich werde das gleich nochmal versuchen, grafisch hier aufzuzeichnen. Mache ich hier mal auf die linke Seite, nehmen wir mal eine andere Farbe. Und zwar, wenn du Folgendes betrachtest, du sagst jetzt oder diese Aussage von eben, ich möchte in Bilanz perfekt sein, ich möchte alle Themen beherrschen, dann peilst du jetzt hier oben ein Ziel an. Wir machen mal ein Koordinatensystem und von der Höhe her, das ist sozusagen die 4,5, rein notentechnisch. Von der Formulierung, von deiner Herangehensweise, peilst du jetzt aber mit so einer Formulierung hier oben auf einmal, übertrieben gesagt, aus dem Wort perfekt abgeleitet, eine 1,0 an. Das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen übertreiben,
dann sagen wir, okay, ich will in der 1,0 schreiben und ich sage, ich möchte in dem Bereich perfekt werden, ich möchte in der Breite alle Themen kennen, ich möchte in der Tiefe alles beherrschen und von nichts überrascht werden. Dann sagen wir, okay, wenn das das Ziel ist, dann musst du einen, und der ist nicht mal maßstabgetreu hier von dem Aufwand, wenn wir das Ganze so betrachten, dann kann man nur sagen, okay, das ist ein Ziel, ein falsches Ideal an der Stelle, was du verfolgst und was auch wiederum zu dieser Frustration führt oder die schürt. Weil wenn du permanent merkst, okay, ich habe mir das hier vorgenommen, bin aber vielleicht hier unten, dann ist das Gap hier zwischen natürlich viel, viel größer, als es eigentlich dramatisch wäre, weil du müsstest ja theoretisch nur hier in diesem Bereich kommen. Und deswegen, ich sage nicht, alles entspannt, alles gut, du kannst dich entspannen und reicht, wenn du dahin kommst, sondern wenn du das sozusagen als deinen Standard ansiehst, aber gar nicht den Weg dahin siehst, die Steps dahinter kennst und nur darauf schaust, was du hier dir oben vornimmst, ohne jetzt das immer mit der Note zu assoziieren, sondern wirklich auf die Wortwahl mal zu achten bei dir selbst. In dem Fall das Zitat von der Teilnehmerin, perfekt zu sein in etwas, alles vorzubereiten, von nichts überrascht zu werden. Das ist der Unterschied und der führt zu Frustration, weil du ein falsches Ideal verfolgst. Und da musst du wegkommen, da musst du für dich klar machen. Und das ist dann auch schon so ein Stück weit die Lösung. Was möchte ich erreichen? Was genau bedeutet das Level, welches ich erreichen möchte? Das heißt, du musst klar kennen und definieren. Das ist der Punkt, den können wir hier einmal aufschreiben. Kennen und definieren. Wo ich eigentlich hin muss, / möchte, um mein eigentliches Ziel zu erreichen, weil das Ziel wird sicherlich nicht sein, perfekt zu sein, sondern das ist abgeleitet aus dem Schmerz in dem Fall, aus der vorangegangenen Vorbereitung, diese Prüfung zu bestehen. Und wenn du sagst, ja, ich möchte die Prüfung auch bestehen, dann musst du wissen, okay, wo muss ich denn hier konkret landen, um im Steuerberaterexamen erfolgreich zu sein? Ja, über dem Strich 4,5, das ist klar, aber abgeleitet sozusagen von dem Niveau. Und wenn du von einem falschen Niveau ausgehst, von einem 1-0er-Niveau übertrieben gesagt, in Breite und Tiefe, und da unter diesem Fehler unterliegen ganz, ganz viele Prüflinge, weil man eben nicht einschätzen kann, was genau brauche ich denn, um über den Strich zu kommen. In der Breite, in der Themenauswahl, in der Tiefe, wo es mal genug, wo sage ich, ich muss nicht die Ausnahme der Ausnahme kennen, um hier das Steuerberaterexamen zu bestehen. Und wenn du das kennst und definieren kannst, wo ist mein Ideal, wo ich hin muss, dann kannst du auch sozusagen sehen, A, wenn du jetzt hier bist, das Gap dahin ist viel, viel kleiner, weniger Frust. Du brauchst dich nicht frustrieren für etwas, was du nicht erreichen willst eigentlich, wenn du deine Ziele konkret kennst und definiert hast und dementsprechend auch viel gelassener rangehen kannst und natürlich im Idealfall dann daraus abgeleitet auch die Schritte hast, den Plan hast, den du befolgen kannst und musst, um dann auf das gewünschte Niveau zu kommen. Der Frust kommt aber eben aus der falschen Erwartungshaltung, weil du auf die falschen Sachen achtest. Das Gap ist viel zu groß. Hausgemachtes Problem, das eben nicht nur in dem Fall die Teilnehmerin hatte, sondern auch die meisten der Prüflinge, die sagen, ich bin frustriert von den Noten, vom Klausurenschreiben etc. etc. Das kann man beheben, wie du gesehen hast. Das ist natürlich immer auf den Einzelfall anzuwenden, wenn du sagst, genau dabei brauche ich Unterstützung. Das passiert mir auch immer wieder. Ich bin permanent frustriert und weiß nicht so richtig, wie ich vorgehen soll. Dann lade ich dich wie immer herzlich zu einem kostenlosen Strategiegespräch bei uns ein. Da wird dir unser Strategieexperte konkret 60 Minuten Zeit nehmen, mit dir gemeinsam auf deine Situation draufzuschauen. Was ist die Situation, in der du dich gerade befindest? Was siehst du schon für Probleme? Was siehst du vielleicht noch nicht, was jetzt auf dich zukommt? Wie kannst du damit konkret umgehen? Was sind die besten Möglichkeiten, Strategien? Wie können wir dir dabei konkret weiterhelfen? All das in diesem Gespräch. Die Infos dazu blenden wir wie immer ein, beziehungsweise findest du die unter dem Video verlinkt. Und ansonsten reflektier das sorgfältig, nimm das auf in deine Betrachtungsweise. Der Frust ist vermeidbar und dann kannst du ein bisschen positiver auf deine weitere Vorbereitung draufschauen. Dabei wünsche ich dir wie immer viel Erfolg und vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.